So, dann herzlich willkommen hier im ZKM-Vortragssaal zum Talk von Paul Emmerich über User Space Treiber in Netzwerk, für Netzwerkkarten. Wer von euch hat denn schon mal einen Talk von Paul gehört? Zufällig? Ah, okay. Und wer von euch hat schon Erfahrung mit Treiberentwicklung? Ah, ja, okay, cool. Also ganz viel zu lernen hier heute. Dann ganz viel Spaß mit dem Talk von Paul und ja, bis später. Ja, danke. Dann wäre es noch toll, wenn der Beamer das Bild anzeigen würde. Das. Ja. Das sieht doch gut aus. Moment, ich stelle den Bildschirm kurz auf Spiegeln, damit ich hier meine Präsentationsnotizen habe. Oder auf Nicht-Spiegeln. Das kriegen wir hin. So, jetzt vertauschen wir die. Und ziehen diese Leistung rüber. Voll super, und jetzt sehe ich alles. Ja, dann geht's auch schon los. Und zwar rede ich mal wieder über User Space Netzwerkkarten. Es gibt in dieser Reihe ein paar mehr Talks, wenn sich da jemand noch ein bisschen mehr für interessiert. Das basiert auf einem Talk vom 34C3 im Groben mit ein bisschen Sachen noch reingepastet von einem Talk vom 35C3 und ein paar Sachen vom Easter Hack dieses Jahr noch reingepastet. Also wenn sich jemand noch weiter interessiert, einfach mal auf mediaccc.de meinen Namen suchen und da gibt es noch ein paar Sachen. Ich habe das hier Ganze zusammen mit zwei Studenten von mir gemacht. Ich füge da immer alle ein, die irgendwas zu diesem Talk beigetragen haben. In dem Fall waren das zwei Studenten, die hier im Rahmen von Abschlussarbeiten was daran gemacht haben. Und es geht um Netzwerkkarten. Und zwar Treiber für Netzwerkkarten, ist mal allgemein Netzwerkkarten, warum Netzwerkkarten? Ja, Netzwerkkarten einfach nur, weil ich mich mit Netzwerkkarten beschäftige an der Uni. Ich bin da als Doktorand und Thema meiner Dissertation ist eben Performance von irgendwelchen Sachen, die man in Software mit Netzwerkkarten macht. Da habe ich schrecklich viel Ahnung von Netzwerkkarten und Low-Level-Treibern dafür. Aber viele von den Sachen, über die ich rede, lassen sich auch auf andere PCIe-Geräte übertragen. Also nur weil jetzt jemand die Beispiele Netzwerkkarten sind, funktioniert das meiste analog dafür, wie auch zum Beispiel für eine NVMe-Festplatte oder sowas, weil am Ende sind die Geräte doch alle irgendwie sich sehr ähnlich auf der tiefen Ebene. Das ist jetzt irgendwie eine alte Netzwerkkarte, die ist irgendwie nicht so cool, weil die hat nur einen Gigabit-Link, das ist irgendwie langweilig. Es gibt dann irgendwie größere Netzwerkkarten, die haben dann 2x10 Gigabit-Links. Das ist in dem Fall jetzt eine von Intel, die hat 2 SFP-Plus-Ports, 2x10 Gigabit-Links. Dann gibt es noch dickere Netzwerkkarten, die haben jetzt hier 2 QSFP-Plus-Links. Da könnt ihr jetzt 40 oder 100 Gigabit dran sein, das ist dann schon mehr spaßiger. Und was ich mir hier eben an diesen Netzwerkkarten anschaue, sind nur immer die unteren Layer. Wenn man jetzt so ein übliches anschaut, wie sieht der ganze Spaß aus, was interessiert mich davon? Die meisten Leute, wenn sie Netzwerk hören, denken irgendwie an sowas mit TCP, IP oder gar HTTP und so weiter. Aber Anwendungen, die ich mir anschaue, laufen eigentlich immer auf den niedrigeren Layern, weil es ist halt eben nicht so, dass man alles auf HTTP macht, auch wenn manche Hipster vielleicht glauben, dass JSON irgendwie das einzige Protokoll ist, aber es gibt eine Menge Sachen, die irgendwie in Netzwerken rumliegen und wichtige Sachen übernehmen, die auf niedrigeren Layern arbeiten. Das ist sowas wie irgendwelche Router, die irgendwo sind, irgendwelche Switche oder virtuelle Switche, die dann irgendwie die VMs dran binden, Firewalls oder irgendwelche Middleboxes, die das Internet kaputt machen, aber auch die gibt es überall. Ein paar Buzzwords, die da relevant sind, ist sowas wie Network Function Virtualization. Das ist eben der Trend, dass ich heute mehr hergehe und
nicht irgendwie so eine Hardwarebox hinstelle, um irgendwas zu machen, sondern mir irgendeine normale Softwarebox oder einen normalen Server nehme, da ein paar Netzwerkkarten reinbaue und dann den ganzen Spaß in Software mache und dadurch ein bisschen flexibler bin, idealerweise auch billiger bin oder weil es vielleicht die einzige Wahl ist, weil die Sachen, die dranhängen, keine echten Kabel sind, sondern weil da irgendwelche VMs dranhängen oder mehrere VMs. Ja, wenn man sich so eine Anwendung jetzt mal anschaut, dann sieht die irgendwie so im Groben so aus. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe jetzt hier meinen Firewall, Router, Switch, Middlebox, sonst was. Die läuft irgendwie in meiner dicken Serverbox. Darunter liegt irgendwie so ein Betriebssystem und darunter liegt irgendwie ein Treiber, der mit den Netzwerkkarten redet. Das ist jetzt mal so unsere Beispielanwendung, anhand von der wir uns so ein paar Treiberkonzepte anschauen. Nun, wenn ich das jetzt einfach hergehe und schaue, irgendwie bei Google eintippe, wie schreibe ich ein Programm, das irgendwie was mit Netzwerk macht, dann finde ich irgendwas mit Sockets und dann sieht das in dem High-Level-View etwa so aus, dass ich irgendwie auf meinem Server eine Trennung habe zwischen User-Space und Kernel-Space. Im User-Space schreibt meine Anwendung, die redet über die uralte POSIX-Socket-API mit dem Betriebssystem, schaufelt da irgendwie die Daten rein oder bekommt Daten raus und das Betriebssystem handelt all diese ganzen Nerven. Sachen mit dem Treiber und so. Das ist irgendwie ein schönes Bild, aber so sieht das in Wahrheit gar nicht aus. In Wahrheit sieht es eher so aus, weil da ist so ein riesiges Loch dazwischen und dieses Loch ist vor allem bezüglich Performance, weil immer wenn man zwischen diese Grenze User Space und Kernel Space drüber muss, muss man irgendwie durch einmal seine Daten kopieren oder so teure Syscalls machen und so. Und das ist irgendwie voll blöd, wenn ich was schreiben will, was am Ende auch schnell sein soll. Und nur mal so ein paar Zahlen, wenn ich mir anschaue, Sachen in Pakete pro Sekunde. Es werden jetzt die meisten Zahlen bezüglich Performance werde ich in Pakete pro Sekunde angeben, weil der Hauptoverhead, wenn ich irgendwas mache mit Paketen, ist eigentlich der Overhead, den ich habe, dafür, dass ich ein Paket habe, was ich verarbeiten muss. Nicht wie groß das Paket ist. Ich brauche selten deutlich länger, nur weil ein Paket doppelt so groß ist. Ich brauche einfach sehr lang, weil ich den Header von dem Paket verarbeiten muss. Und selbst wenn ich irgendwie ein VPN-Gateway bin und das halbe Paket oder das ganze Paket verschlüsseln muss, ist meistens sogar die Verschlüsselung teurer, das zu initialisieren und so weiter, als ob das Paket jetzt 64 Byte oder 1000 Byte groß ist. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Links oder wie viele Pakete bekomme ich in so einen 10 Gigabit Link rein, wenn die Pakete so klein sind wie möglich, komme ich auf 14,88 Millionen Pakete pro Sekunde, die man dort reinschieben kann. Jetzt sind 10 Gigabit Links schon gar nicht mehr so das Allermodernste. Es gibt sowas mit 100 Gigabit Links und so. Da bekomme ich dann schon etwa 150 Millionen Pakete pro Sekunde rein, was eine Menge ist. Weil nehme ich an, mein Server hat eine CPU mit 3 Gigahertz und ich habe einen 10 Gigabit Link dran. Dann habe ich also, wenn ich das Ganze auf nur einem CPU-Kern mache und nur eine Netzwerkkarte habe, nur 200 Taktzyklen Zeit, um so ein Paket zu empfangen, verarbeiten und wieder rauszuschicken. Und das ist echt nicht viel, wenn ich irgendwas Sinnvolles mit dem Paket machen will. Und was ich so als Ziel habe, was man üblicherweise als Ziel hat, wenn man so eine Anwendung schreibt, dass man eben 10 bis 15 Millionen Pakete pro Sekunde pro CPU-Kern verarbeiten will und verarbeiten hier heißt nur, ich möchte das Paket empfangen und weiterleiten. Da habe ich jetzt noch nichts gemacht, da habe ich noch keine Firewall-Regeln nachgeschaut, da habe ich noch in keiner Routing-Tabelle nachgeschaut. Das heißt, das ist einfach das, was man irgendwie schaffen muss. Wenn ich mir das umrechne, in wie viele Cycles habe ich dafür Zeit für 10 bis 15 Millionen, komme ich irgendwie bei so 200 bis 300 etwa raus und das ist echt nicht viel, wenn ich das vergleiche mit, wie lange brauche ich denn, um in meinem Socket-Interface irgendwie so ein Paket da reinzustecken? Die Antwort ist sehr, 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 sehr lange. Und wenn ich jetzt einfach eine einfache Anwendung schreibe, die irgendwie ein RAW-Socket aufmacht, ein Paket rausnimmt, aus einem Socket in den anderen wieder reinsteckt und noch keine Verarbeitung macht, komme ich bei etwa 300.000 Paketen pro Sekunde und CPU-Kern raus, was jetzt mal so ein paar Größenordnungen daneben liegt. Und auch das, wenn ich jetzt hergehe und das verbessere und irgendwie libpcap oder sowas nehme, dann ja, komme ich bei 1 Million Pakete pro Sekunde raus. Also was haben die Leute, die das früher mal gemerkt haben, vor langer, langer, langer Zeit, das ist jetzt ja alles nichts Neues, dass das langsam ist, was haben die gemacht? Die haben gesagt, okay,
Wir nehmen jetzt die Anwendung und schieben sie mit in den Kernel rein, einfach um diese Grenze loszuwerden. Da hat man sowas wie, dass der Router in Linux im Kernel läuft, dass natürlich irgendwie IP-Tables-Firewall im Kernel läuft und manche Leute sind da auch so einen Schritt weiter gegangen und da läuft dann der ganze Webserver im Kernel oder zumindest Teile davon. Microsofts IIS-Webserver, da hat ein großes Kernel-Modul aus Performance-Gründen. Machen Leute, ja, auch andere moderne virtuelle Switche wie OpenVSwitch wird als Kernel-Modul erstmal entwickelt, einfach um Performance zu haben. Nun, jetzt habe ich zwar das Performance-Problem größtenteils gelöst oder ich bin einen großen Bottleneck losgeworden, dafür habe ich jetzt aber spannende neue Probleme, weil erstens ist es plötzlich deutlich schwieriger zu entwickeln und ich muss so ein paar, habe so ein paar Einschränkungen im Kernel, so zum Beispiel wird es sehr schwer sein, eine andere Programmiersprache in C als C zu verwenden, zumindest wenn man es irgendwann mal upstream haben will. Und wenn ich irgendeinen dummen Fehler in meinem C-Programm mache und man macht dumme Fehler in C-Programmen, dann kriegt man irgendwie eine Kernel-Panic und das ist irgendwie nicht so cool. Ja, es gibt aber inzwischen, seit ein paar Jahren ist das ein heißes Thema, XDP, das würde ich ja gerne noch kurz erwähnen. XDP ist im Kernel ein neues Framework, womit ich meine Anwendung jetzt nach eBPF compile. Das heißt, ich schreibe meine Anwendung üblicherweise in irgendeinem Subset aus C, habe spannende neue Einschränkungen, wie zum Beispiel, dass es da so einen Bytecode-Verifier gibt, der mir der den Code sich anschaut und sagt, okay, der crasht mir garantiert nicht den Kernel. Wie macht er das? Ja, der sagt, ist da eine Schleife drin? Ja, dann nein, dieser Code wird nicht ausgeführt. Gehen die Leute natürlich her und deaktivieren den, weil sonst ist ja irgendwie blöd, wenn man keine Schleifen haben kann. Das ist ein ziemlich nettes Zeug, das XDP. Das löst eine Menge Probleme und das ist vor allem für so Firewall-Anwendungen ziemlich gut, weil man das Paket dann irgendwie auch über diese Interfaces relativ gut in den normalen Netzwerkstack wieder reinbekommt. Ja, aber was ist mit der Performance? Ja, wenn ich jetzt hier irgendwie mal so eine Performance-Analyse mache und in dem Fall haben wir uns OpenVSwitch angeschaut und irgendwie eine statische OpenFlow-Regel rein gesagt, Pakete, die auf Port 1 reinkommen, auf Port 2 rausschicken, nicht mehr machen und so weiter, dann Profiling gestartet, schauen, wo wird die CPU-Zeit verschwendet. Ja, Paket empfangen, 500 Taktzyklen, ups, schon mal zu viel. Paket wieder rausschicken, 440 Taktzyklen, auch zu viel. Dann noch so allgemeines Memory-Management-Overhead von so einem SK-Buff, nochmal 400 Taktzyklen und am Ende kommt man dann bei 2 Millionen Paketen pro Sekunde raus, pro CPU-Core mit so einem OpenVSwitch, was immer noch Faktor 5 bis 8 oder so daneben ist, was ich eigentlich wollte. Nun, da gibt es jetzt das XDP, was ich gerade gesagt hatte. Das löst einige der Probleme. Hauptsächlich, was XDP sehr gut macht, ist, das basiert darauf, dass da dass die Speicherverwaltung für die Treiber komplett neu gemacht wurde, dass da nicht mehr diese SK-Buffs immer alloziert werden müssen, die einfach grausam langsam sind. Und dementsprechend funktioniert das auch noch nicht mit allen Treibern. Und damit kommt man dann auf etwa 10 Millionen Pakete pro Sekunde. Hat man zumindest ein bisschen die Performance-Probleme schon gelöst. Aber ich habe eben diese ganzen anderen Probleme, wie dass ich irgendeine Sprache brauche, die mir nach eBPF compiled und Bytecode Verifier und so weiter. Alles nervig. Also haben sich schon lange davor Leute gedacht, okay, im Kernel schreiben ist irgendwie blöd und auch nicht so richtig schnell. Kann man das irgendwie im User Space machen und gleichzeitig schnell sein? Da gab es so ein paar Frameworks, die so vor 10 Jahren etwa aufgekommen sind, die einige von den Problemen gelöst haben. Und zwar haben die so funktioniert, dass die ein kleines Kernel-Modul hatten, das einen Speicher per Memory oder sich einen Speicher irgendwie Memory mappt, wo die ganzen Datenstrukturen von der Netzwerkkarte direkt drin liegen und dann eine kleine User Space Library dabei haben, die denselben Speicher in einem User Space Prozess Memory mappt und dadurch konnte man einfach über ein Shared Memory Interface direkt den ganzen Schmarrn umgehen mit umständlich und langsam und man musste dann über so eine Control-API nur noch regelmäßig sagen, okay, hier neue Pakete und so weiter und dann hat es eigentlich auch ganz gut funktioniert. Von den Sachen gibt es, das sind alles so die bekannteren, NetMap aus FreeBSD, dann gibt es PFRing, was relativ weit verbreitet mal war früher und PFQ für Leute, die funktionale Programmierung mögen, aber
das hat ein paar neue Probleme gemacht. Nämlich ist das jetzt irgendwie eine absolute Nicht-Standard-API im Vergleich zu den POSIX-Sockets. Man hat ja immer so ein Custom-Kernel-Modul nachladen müssen. Manchmal hat man die Treiber patchen müssen. Manchmal hat man sich irgendwie den Kernel neu compilen müssen. Und das war irgendwie alles schlimm. Die APIs sind mehr oder weniger gut zu benutzen, aber meistens eher nicht so toll zu benutzen. Und auch dann, die Anwendung, die läuft, hat dann exklusiven Zugriff auf eine Netzwerkkarte, weil die direkt die Buffer von der Netzwerkkarte benutzt. Und dann kann keine zweite Anwendung die auch gleichzeitig mehr benutzen, was ein bisschen nervig ist. Dann, man verliert eine Menge Features, die man normalerweise im Kernel hat. Wenn ich normalerweise denke, hey, ich habe jetzt was in meinen Treiber und ich habe jetzt irgendwie so ein Kernel-Feature, ich möchte jetzt hier mal kurz eine IP-Tables-Regel dazwischen machen. Ja, das geht dann halt auch nicht mehr, weil das wird davor schon abgegriffen und geht exklusiv an eine Anwendung. Das nächste ist, dass irgendwie so Hardware-Support nicht so toll war, weil es ist in letzter Zeit vor allem immer mehr in Hardware, in Netzwerkkarten gewandert, dass die immer mehr Features haben in Hardware für irgendwelche Offloading-Sachen und die sind meistens nicht so schrecklich gut exposed. Zum Beispiel Netmap hat keinen Support für Checksum-Offloading überhaupt und das fanden Leute auch nicht so toll. Das nächste ist, man muss natürlich jedes einzelne Netzwerkkartenmodell, was es so gibt, explizit nochmal dort drinnen supporten. Und ja, das heißt, meistens hat man eine Einschränkung auf so ein paar Netzwerkkarten, die man damit nur benutzen kann, auch nicht so toll. Man kann aber ein paar Probleme davon lösen, dass man noch mehr im User Space macht, indem ich den Kernel jetzt ganz rausnehme und sage, ich nehme jetzt den ganzen Treiber, schiebe ihn in den User Space und mache mir einfach nur noch ein Memory Map, nehme mir alles in den User Space und handle es komplett dort und der Kernel weiß eigentlich gar nicht mehr, dass dieses Gerät existiert oder benutzt wird. Das war dann was relativ Neueres, das kam dann so vor 4, 5 Jahren das erste Mal auf, dass das genutzt würde. Die bekanntesten oder die größten Beispiele im Netzwerkbereich dafür sind DPDK und Snap. Ja, es löst nicht alle Probleme natürlich, weil ich habe immer noch eine Nicht-Standard-API. Ich habe immer noch eine Anwendung, die diesen Treiber direkt im eigenen Prozess hat und dadurch exklusiv die Netzwerkkarte benutzt. Und auch hier brauche ich wieder Treiber in jedem Framework drin, die explizit sagen, hier, ich habe Support für diese, diese und diese Karte. Das Schöne ist, dass man dank DPDK heutzutage, ist ein Linux Foundation Projekt, was mal von Intel gestartet wurde, da sind Treiber für alle Netzwerkkarten, für alle relevanten Netzwerkkarten drinnen, wobei relevant das ist, was halt 10 Gigabit oder mehr hat, einfach weil heutzutage kriegt man keine Netzwerkkarte mehr verkauft im Serverbereich, wenn die nicht DPDK unterstützt, weil das einfach zu weit verbreitet schon ist. Das Problem, was ich immer noch habe, ich verliere den Zugriff auf die üblichen Kernel-Features, die ich habe. Ich kann jetzt nicht einfach meine IP-Tables-Regel dazwischen kleben. Und es ist die Frage, ob man da wirklich auf viel verzichtet und kann sich fragen, was hat denn der Kernel jemals für uns getan eigentlich im Netzwerkbereich? Und ja, was hat denn der Kernel getan? Naja, es gibt da so Protokollimplementierungen von TCP und so und vor allem Implementierungen von TCP, die tatsächlich funktionieren, auch in allen Edge-Cases und so weiter. Okay, aber was hat der Kernel denn sonst für uns getan in Netzwerken? Ja, er hat ziemlich gute APIs zum User Space hin, die auch tatsächlich irgendwie stabil sind und sich nicht alle 3 Monate mal ändern, weil jemand eine neue API sich ausgedacht hat. Gut, aber was hat der Kernel außer Protokollimplementierungen, die funktionieren, gute Interfaces dafür und sonst was getan? Ja, man kann irgendwie super einfach mehrere Anwendungen gleichzeitig laufen lassen, was schon irgendwie ein cooles Feature ist. Gut, aber außerdem, ja, das ganze Firewalling-Zeug, das Routing-Zeug, wir haben eBPF, wir haben das XDP-Zeug und viel mehr. Das heißt, da ist eine Menge Features, auf die man hier verzichtet, wenn man sich einen User-Space-Treiber schreibt oder einen User-Space-Treiber benutzt. Da sollte man sich immer gut überlegen, ob man das wirklich machen will, ob man das wirklich braucht für seine Anwendung. Falls man irgendeine von diesen Features braucht, dann sollte man sich überlegen, vielleicht XDP zu benutzen statt einem User-Space-Treiber. Das betrifft vor allem Firewall-Anwendungen. Nun, aber wir haben jetzt eine Menge Features aufgegeben. Jetzt ist die Frage, ist es denn dafür jetzt endlich schnell, also so richtig schnell? Ja, wenn man jetzt in DPDK mal anschaut, wie lange braucht man ein Paket zu empfangen? 50 Taktzyklen etwa, um es wieder rauszuschicken. Nochmal 50 Taktzyklen. Und andere sind da etwa gleich schnell, wobei DPDK das schnellste ist.
Und wenn ich jetzt Open vSwitch nehme, was standardmäßig mit einem DPDK-Backend heutzutage kommt, optional, dann gehe ich plötzlich von 2 Millionen Pakete auf 14 Millionen Pakete pro Sekunde los. Faktor 7, nur dadurch, dass ich das Backend von DPDK getauscht habe. Was habe ich aufgegeben? Eine Menge Features, die ich für den Anwendungsfall nie gebraucht habe. Weil ich habe ja Open vSwitch genommen, weil ich mir einen Switch bauen wollte. Und wenn ich mir diesen Switch mit Open vSwitch baue, dann brauche ich nicht, dass da mehrere Anwendungen gleichzeitig drauf zugreifen. Ich habe da einfach kein Interesse dran, dass da irgendwie ein zweiter Switch noch läuft. Weil ich habe mir meinen Server gekauft, habe mir da 10 Netzwerkkarten reingetan und sage, diese 10 Ports, die machen jetzt hier irgendwie Switching oder Routing. Und dann gehen die an diese eine Routing-Anwendung und alles andere interessiert mich dann auch nicht mehr. Das heißt, ich habe da eigentlich keine Features verloren, sondern ich habe da nur Performance gewonnen am Ende. Ja, in was für Anwendungen ist das drin? Ich habe schon gesagt, Open vSwitch ist so das Größte, wo DPDK-Support standardmäßig dabei ist. Gibt auch noch ein paar andere, vor allem das VPP von Cisco ist jetzt so seit 2-3 Jahren das neueste Große. Das ist quasi so ein Router von Cisco, den die intern in ihren Routern verbauen. Das heißt, wenn ich mir irgendwie von Cisco so einen Switch oder sowas kaufe, dann kann es sein, dass da einfach nur eine x86-CPU drin ist und irgendwie ein bisschen Software mit DPDK unten drunter, weil es einfach flexibler, billiger ist. Und die Hauptgründe, warum sowas eingebaut wird, ist eben Performance und dass ich sehr viel Kontrolle über Hardware-Features bekomme. Das heißt, wenn ich jetzt hier eins von diesen Treibern im User-Space habe, dann kann ich mir jedes noch so obskure Hardware-Feature, was meine Hardware kann, irgendwie aktivieren und nutzen. Und zwar oft noch lange, bevor es irgendwie in einem Linux-Kernel-Treiber oder sowas drinnen ist oder sinnvoll nutzbar ist. Okay, also das war so die Einleitung. Was gibt's da? Und jetzt ist die Frage, wie funktioniert denn das Ganze? Wie kann man sich selber sowas bauen? Ja, ist natürlich die Frage, warum soll man das tun? Ja, ich fand es einfach sehr lustig, das mal zu schreiben. Und dann habe ich mich vor anderthalb oder zwei Jahren mal hingesetzt und einfach so Netzwerkkartentreiber geschrieben. Ich wollte einfach mal verstehen, wie diese Sachen funktionieren, wie komplex die eigentlich sind und wie eigentlich diese ganzen Magic Blackbox Frameworks funktionieren, die andere Leute einfach so hinnehmen und einfach benutzen. Und vor allem schauen sich Leute das oft an und sehen so einen DPDK-Treiber, die sind so im Schnitt 20.000 bis 100.000 Zeilen Code drin. Und da fragt man sich, oh je, kann man sowas wirklich selber schreiben? Wie schwer ist denn das, wenn man wirklich sich nur auf das minimale Feature-Set beschränkt? Aber stellt sich raus, das ist ganz einfach, weil ich habe dann am Ende irgendwie weniger als 1.000 Zeilen gebraucht, um irgendwie Code zu haben, der so, der kann so ein bisschen Multicore, der kann so Pakete empfangen, Pakete rausschicken, das irgendwie mit mehreren Threads gleichzeitig. Aber das war's auch so im Groben schon. Aber damit ist er vom Feature-Set eigentlich relativ gut für das, was man für viele Dummy-Anwendungen oder für viele einfache Anwendungen braucht, weil oft ist die ganze andere Logik eh in Software und wenn ich irgendein komisches Hardware-Feature noch brauche, dann kann man das meistens auch recht einfach implementieren. Ein paar Checksum-Offloading-Sachen habe ich eingebaut, aber die meisten Sachen wären auch nicht viel einzubauen, da muss man nur an der richtigen Stelle das Flag setzen und dem sagen, hier an Offset 10 ist irgendwie so eine IP-Checksumme, bitte mal berechnen, hält sich also eigentlich in Grenzen. Nun, für was habe ich das geschrieben? Ich habe das für die Intel XGBE-Netzwerkkarten geschrieben. Das sind von Intel, die gibt's auch, wird als X520 verkauft. Der Chip darauf heißt 82599, X540, X550 und die Embedded-Netzwerkkarten in Intel, die sind auch basieren auch, die laufen auch mit dem Treiber ohne irgendwelche Änderungen. Außerdem sieht man die Teile echt oft als Onboard-Netzwerkkarten auf irgendwelchen Server-Mainboards. Irgend so ein Mainboard für einen Server kauft und da ist irgendwie Onboard 2x10 Gigabit, dann ist das oft so eine Intel 82599, die da einfach drauf ist. Und das Ding hat einfach ein richtig gutes Datenblatt. Das macht Intel als einer der einzigen Hersteller von Netzwerkkarten-Hardware eigentlich sehr gut, dass die wirklich so komplette Datenblätter, irgendwie 1500 Seiten PDF, wo wirklich jedes Register mal einzeln erklärt ist, damit man sich da auch selber einen Treiber schreiben kann. Das andere Schöne an der Karte ist, dass da in dieser, dass da nicht so eine Blackbox Magic Firmware drauf ist, die mir irgendwas abnimmt. Bei vielen, vor allem neueren Karten und schnelleren Karten, hat man oft so eine große Blackbox, die in der Netzwerkkarte läuft und irgendwelche komischen Dinge tut, die man vielleicht nicht will oder vielleicht nicht versteht. Und dann sieht der Treiber größtenteils so aus, dass man irgendwie der Firmware sagt, hey, mach doch mal bitte bla für mich.
Hier ist es so, dass diese ganzen Hardware-Features noch sehr direkt sichtbar sind im Treiber. Und wenn ich mir hier zum Beispiel irgendwelche Filtersachen implementiere, dann steht da im Datenblatt noch, wie unten drunter die Hashtable in der Hardware implementiert ist und wo ich jetzt welche Bits setzen muss, damit das funktioniert. Das ist bei einer neueren Karte, muss man irgendwie dem Treiber sagen, hey, diesen Filter bitte. Und das wäre irgendwie langweilig, wenn wir nur mit so einer Blackbox-Firmware reden. Deshalb hier diese Karte, wo man den ganzen Schmarrn noch selber machen muss. Nun, wenn ich jetzt so eine Karte habe, mir einen Server einbaue und mit der irgendwie reden will aus meinem User-Space-Prozess, wie mache ich das dann? Ja, relativ einfach. Es gibt drei Möglichkeiten, wie man mit PCI-Express-Geräten oder mit modernen PCI-Express-Geräten in x86-Systemen reden kann. Das erste ist Memory-Mapped-IO. Das heißt, da gibt es einfach einen Speicherbereich, der ist geteilt zwischen dem Device und dem User. Einfach, oder das ist jetzt grob vereinfacht gewesen. Prinzipiell ist es so, ich schreibe irgendwo was, eine Speicheradresse, und dann wird das an das Gerät weitergeleitet und das Gerät kann das irgendwie beantworten. Und wie das oder der häufigste Anwendungsfall dafür ist, das Gerät hat irgendwelche Register, die tauchen unter irgendwelcher Speicheradresse auf, da kann ich hinschreiben, davon kann ich lesen und dann rede ich mit dem Device. Für User-Space-Treiber hat Linux zum Glück das UIO-Framework, was das sehr einfach macht. Da kann ich mmap auf so eine magische Datei aufrufen und dann habe ich den Speicherbereich, da kann ich da lesen und schreiben und ist ziemlich easy. Dann DMA, Direct Memory Access, das ist, wenn das Gerät mit mir reden will, beziehungsweise mit dem System reden will. Das Gerät kann dadurch einfach über PCI Express sagen, okay, hier bitte an diese Speicheradresse lesen. Und zwar an diese physikalische Adresse. Das umgeht so ziemlich alles, was man eigentlich an aus modernen Systemen kennt, so Paging und so ein Kram oder Speicherschutz wird einfach ignoriert. Das schreibt einfach irgendwo hin und liest von irgendwo. Das heißt, ich muss eigentlich nur rausfinden, wo meine Datenstrukturen so im Speicher an physikalischen Adressen liegen und dann dem Gerät sagen, bitte dorthin schreiben, von dort lesen. Relativ easy eigentlich, weil unter Linux kann ich mir das als Root zumindest über proc/pagemap ausgeben lassen. Zu IOMMU und wie man verhindern kann, dass da irgendwie dann einem das System abstürzt, wenn man an Adresse 0 schreibt, nachher noch mehr. Und die dritte Möglichkeit ist Interrupts. Interrupts ist, wenn das Device sagen will, hey, ich habe hier ein voll wichtiges Event, wäre super, wenn du ja mal schnell drauf reagieren würdest. Da hört man oft oder liest man oft, dass irgendwie das in User-Space-Treiber nicht gehen würde oder dass das ein riesiger Nachteil von DPDK oder so wäre, dass das keine Interrupts könnte. Das ist alles Quatsch. Man kann problemlos Interrupts in User-Space-Treibern benutzen. Auch DPDK hat Interrupt-Support. Unser Treiber hat Interrupt-Support, ist noch nicht gemerged, aber hat es schon in irgendeinem Branch. Und zwar gibt es unter Linux, macht uns das relativ einfach, da gibt es das VFIO-Subsystem und da kann ich mir sagen lassen, hey, ich habe hier irgendwie ein Gerät, was irgendwie einen Interrupt schickt, das schickt diesen Interrupt und bitte map mir den doch mal auf diesen Event-FD und dann habe ich so einen File-Descriptor, da kann ich EPOL drauf machen und dann wacht das Ding auf oder wacht mein Prozess auf, wenn das Gerät einen Interrupt gefeuert hat. Ich kann das Gerät fragen, was war denn das, was ist denn da los? Das braucht man vor allem für Stromsparmechanismen. Nun, wenn wir uns jetzt so einen User-Space-Treiber schreiben wollen, basierend auf dem, was wir wissen, dann ist es eigentlich relativ easy. Schritt 1, wir werfen den Kernel-Treiber raus, weil den brauchen wir nicht mehr. Schritt 2, wir machen uns einen mmap auf die richtige magische Datei und dadurch haben wir Zugriff auf das Device. Da müssen wir nur noch rausfinden, in welchen physikalischen Adressen unser Speicher so liegt und da müssen wir eigentlich nur noch den Treiber schreiben, was auch gar nicht so schwierig war. Und ja, dafür müssen wir erstmal rausfinden, wessen Gerät wir benutzen müssen. Machen wir irgendwie LSPCI drauf, bekommen so ein Output, wo irgendwie unsere Netzwerkkarten drin stehen. Die haben hier links jetzt in Fett gehighlightet, diese Adresse. Das ist eine PCI-Express-Adresse. Das ist die Adresse, die ich verwende, wenn ich auf dem Bus damit reden will. Und das SysFS unter Linux, unter der Adresse, finde ich dann auch das Gerät wieder, kann das kontrollieren und sage hier irgendwie, okay, ich möchte jetzt erstmal den Treiber rauswerfen. Dann bin ich den Treiber los. Und dann kann ich hergehen, sage, mach mir hier ein Open auf so eine Datei, die da rumliegt, sag, möchte es lesen und schreiben können, als Root darf ich das und schaue, wie groß ist das Ding und dann mache ich ein mmap drauf und dann habe ich irgendwie diese Resource 0, das ist das Base Address Register 0, da stehen so die Basisinformationen, Register vom Gerät rum, jetzt mache ich mal ein 1500 Seiten PDF auf und finde hunderte von Seiten, die so aussehen, wo irgendwo drin steht, an Adresse 0 steht das Device Control Register, da kann
kann ich lesen und schreiben. Und auf Seite 543 ist es im Detail erklärt. Danach steht das Statusregister, das darf ich nur lesen und so weiter. Und dann muss ich eigentlich nur noch das Datenblatt lesen und kann an die richtigen Stellen, hier links steht dann der Offset, zum Beispiel an diesem kann ich irgendwas mit WLAN EtherTypes einstellen. Also könnte ich mir da zum Beispiel reinschreiben, dass er irgendwie einen WLAN-Filter installieren soll oder so. Aber ein spannenderes Beispiel als sowas ist eigentlich, wenn wir uns so ein LED-Kontrollregister anschauen, weil da hat man schneller ein Erfolgserlebnis, wenn man irgendwie eine LED zum Leuchten bringt. Und im Datenblatt steht, das ist an Adresse hexadezimal 200 und an Offset 7 steht so ein Flag für, macht, dass die LED blinkt. Also gehe ich her, nehme mir meine Registers, die ich vorher hier, das war das Ergebnis von dem MMAP, dann rechne ich mir da den Offset von dem LED-Control drauf und caste das auf einen Volatil UN32, weil die Register sind alle 32-Bit groß, steht auch im Datenblatt. Das Volatil ist hier übrigens einer der wenigen Fälle, wo man tatsächlich in C mal Volatil richtig benutzen darf, weil das ist Speicherbereich, wenn ich den zweimal lese, können vollkommen unterschiedliche Sachen rauskommen, obwohl sich nichts geändert hat. Und da darf der Compiler bitte nicht wegoptimieren, nur weil ich zweimal lese. Da darf er auch nicht wegoptimieren, nur weil ich schreibe und das dann nie wieder lese, weil das geht alles über das Gerät, das wird für jeden Schreibzugriff wird dem gesagt, hey, hier an der Adresse hat jemand was gemacht. Genau, dann lese ich mir das aus, dann kann ich es mir auch wieder mit diesem schönen bisschen Pointer-Magic hier, tue ich das drauf addieren, dann ein bisschen casten, Pointer dereferenzieren und dann mache ich mir einfach mit einem Ohr und einem Shift hier das eine Flag rein und dann habe ich blinkende LEDs. Eigentlich super easy. Ich habe jetzt eigentlich nur 10 Zeilen Code geschrieben und da habe ich schon die ersten nützlichen Features genutzt. Und ja, sagt man, LEDs blinken lassen ist nicht nützlich. Aber damit kann ich schon die ersten praktischen Anwendungen schreiben. Weil wenn ich den Schritt einfach mir spare, wo ich den Kernel-Treiber rauswerfe und dann kann ich mir hier irgendwas implementieren, das zum Beispiel der Kernel-Treiber gar nicht kann. Der Kernel-Treiber kann weiterlaufen, auch wenn ich mir das MMAP da mache. Ich kann einfach irgendein Register setzen und das haben wir zum Beispiel genutzt, um Hardware-Timestamping zu implementieren, weil wir haben irgendwie so ein Test-Setup gehabt, wo wir irgendwie so Latenzen im Nanosekundenbereich haben messen müssen und da muss man sich dann entweder ein teures Gerät kaufen, was irgendwie an die Pakete timestampt oder man liest genug Datenblätter von Intel, findet irgendwelche Netzwerkkarten von denen, die das können, wo aber im Linux-Kernel kein Support dafür drin ist, lädt sich den Treiber, setzt da das richtige Fleck und plötzlich stehen in den Paketen hinten noch die Timestamps drin, die die Netzwerkkarte gesehen hat und ich habe eigentlich, kann den bestehenden Treiber weiter benutzen, lass mir einen TCP-Dump laufen, habe plötzlich Timestamps in den Paketen noch drin. Das heißt, das ist schon mal nützlich an der Stelle. Ja, aber wir wollen jetzt einen ganzen Treiber schreiben und nicht nur so eine Spielerei machen. Und wir haben ja auch den Kernel-Treiber rausgeworfen. Das heißt, das nächste ist, wir wollen irgendwie ein Paket empfangen oder senden. Nun, Pakete werden per DML gehandelt und der DMA-Transfer wird immer von der Netzwerkkarte aus ausgelöst. Und dafür gibt es so ein Queue-Interface, das nennt sich oft Ring. Und so eine Netzwerkkarte bietet einem mehrere Receive- und Transmit-Queues an und üblicherweise hat man so 128 bis 1500 haben so die neueren Geräte dann auch schon mal. Das ist für die Multicore-Skalierung oft, weil das ist eben, dass ich mir die Netzwerkkarte effektiv aufteile in mehrere kleine Dinger und dann sage ich, ich habe zwei Transmit-Queues, habe ich zwei CPU-Cores oder zwei Prozesse oder sonst was, jeder nutzt eine Queue, die Hardware mergt mir das dann oder beim Empfangen kann ich irgendwelche Filter festlegen, im einfachsten Fall sage ich eben, Hash bitte über Paket-Header und teile mir die Pakete nach Hash zu. Das ist jetzt nicht spezifisch für Netzwerkkarten, irgendwelche Grafikkarten oder NVMe-Platten funktionieren genauso, dass ich da irgendwelche Queues habe, wo ich Daten reinschreibe, das Gerät wieder rausliest und umgekehrt, um schnell was zu machen. Wenn wir uns das mal so ein bisschen spezieller für jetzt diese XGBE-Netzwerkkarten hier anschauen, dann sind das irgendwelche Ringbuffer, wo DMA-Deskriptoren drinstehen. In dem DMA-Deskriptor, in dem Fall steht im Datenblatt, sind 16 Byte groß, 8 Byte Pointer auf eine physikalische Adresse und 8 Byte so ein paar Metadaten, wie lange ist denn das, hat es irgendwelche Checksum-Offloading-Sachen, die da noch gemacht werden sollen, waren da irgendwelche Fehler und so weiter. Das heißt, ich muss mal irgendwo einen Speicher allozieren, übersetzen, wo das physikalisch ist, in den Ring-Buffer reinschreiben, hier ist die physikalische Adresse und ich würde es gerne rausschicken und ich hätte gern irgendwie noch ein Checksum-Offloading an.
Ja, und dieser Ringbuffer, der irgendwie rumliegt, der wird dann wiederum per DMA zugegriffen. Und da gibt es so Pointer drauf. Da gibt es einen Headpointer und einen Tailpointer. Einer wird von der Netzwerkkarte immer weitergeschoben und einen schieben wir weiter, wenn wir ein neues Paket reingeschoben haben. Im Speicher sieht das dann etwa so aus. Wir haben hier einmal im Speicher diesen Descriptor-Ring und da stehen nur Pointer drin. Und dann haben wir irgendwo einen Memory-Pool. Und das Wichtige ist eigentlich, dass der Memory-Pool nicht zwangsweise in der gleichen Reihenfolge ist. Dadurch habe ich irgendwie keine Probleme, wenn ich mir dynamisch Speicher dazu allokiere oder dynamisch Speicher wegnehme. Und da habe ich irgend so Paketbuffer, die standardmäßig 2 Kilobyte groß sind. Wenn ich jetzt ein Paket habe, das größer als 2 Kilobyte groß ist, gibt es da so Optionen, um mehrere Buffer zusammen zu chainen und sowas. Und das, diese Datenstruktur muss ich mir so nur in den Speicher schreiben und an der richtigen Stelle das Register setzen, um der Netzwerkkarte zu sagen, jetzt von hier lesen. Dann funktioniert das. Geht so, ich sage der Netzwerkkarte über so ein Register oder Memory Mapped I.O., dass ich mir diese Datenstruktur jetzt angelegt habe an physikalischer Speicheradresse X und ich habe irgendwie 512 Einträge genommen. Dann schreibe ich mir Sachen dort rein, dann sage ich der Netzwerkkarte los und zum Empfangen schreibt die Netzwerkkarte, liest den Pointer aus dem Ringbuffer aus, also Netzwerkkarte geht hier hin, schaut den Pointer an, nimmt sich das andere, schreibt dort in den Speicher rein und dann geht sie zurück und schreibt mir in den DMA-Deskriptor und die Metadaten nochmal rein, okay, fertig und schiebt ein internes Register weiter. Das Status-Flag sagt mir fertig und dann schaue ich einfach regelmäßig, hey, ist dieses Status-Flag gesetzt, dann habe ich hier wohl ein Paket empfangen oder ich aktiviere Interrupt und warte, bis ein Interrupt kommt und wenn ein Interrupt kommt, schaue ich, ist das Status-Flag gesetzt. Ja, oder im einfachsten Fall, ich poll das Ding einfach, sobald ich das Paket habe, dann resette ich den DMA-Deskriptor, das heißt, ich allokiere mir ein neues Paket oder recycle ein Paket, was ich vorher mal hatte, schreibe den Pointer, den ich jetzt wieder habe, in den DMA-Deskriptor zurück und sage, das Status-Flag ist jetzt wieder, dieses Paket ist irgendwie jetzt noch nicht ready und dann nimmt sich die Netzwerkkarte das wieder, wenn sie einmal im Ringbuffer rum ist und sagt, okay, hier neue Daten, schreibt was rein, Status-Flag wieder gesetzt und ich passe den Tailpointer bei mir regelmäßig mal an, um einfach Bescheid zu geben, dass das weitergegangen ist. Nun, Pakete empfangen, schön und gut. Was sonst muss man machen? Naja, man muss Pakete noch verschicken. Das funktioniert genauso. Also da muss ich jetzt nicht drüber gehen, weil das geht prinzipiell das Gleiche. Nur, dass ich sage, ich setze das Status-Flag auf, ist fertig und dann kommt die Netzwerkkarte irgendwann an und klärt mir das Status-Flag wieder. Außerdem gibt es eine Menge so langweiligen Initialisierungscode. Da kann man einfach im Datenblatt so ein paar Seiten lesen, wo so Liste von Schritten sind, dass ich irgendwie sage, hey, setze dieses Register auf das, dann setze das Register, dann lösche das Register und dann aktiviere DMA und wenn man die Reihenfolge falsch macht, geht es irgendwie kaputt, aber solange man sich da relativ genau an das Datenblatt hält, was meistens auch größtenteils korrekt ist, dann funktioniert das auch so gut. Und ja, da man irgendwie das so schlecht testen kann, wenn man nur echte Hardware hat oder nur echte Hardware zum Testen hat, habe ich dann irgendwann einem Studenten nochmal gesagt, okay, ist irgendwie blöd, wenn das jetzt hier irgendwie außer uns keiner ausführen kann, bitte mal so einen Virt-IO-Treiber schreiben. Es war dann irgendwie eine Abschlussarbeit, gab es dann einen Virt-IO-Treiber, haben wir auch immer noch drin. Damit kann ich das einfach in der VM mal starten und oder ein Vagrant-Test-Setup haben wir, kann ich einfach sagen, starten und Virt-IO ist dieses Standard-virtuelle Netzwerk-Interface. Das funktioniert ein bisschen anders, ist aber im Groben auch ähnlich, da gibt es auch wieder Ringe und DMA-Deskriptoren, die da reingeschrieben werden. Dadurch kann man sich das einfach mal ausführen in einer echten Test-Setup. Eine Frage, ja? Die Frage war PCIe Pass-Through. Ja, da gibt es mehrere Sachen dazu. Einiges davon unterstützen wir, anderes nicht. Zum Testen, ja, so werden wir unser Test-Setup bauen. Aktuell haben wir nur ein Test-Setup für Virt.io. Hier ging es eher darum, dass andere Leute das auch ausführen können, weil nicht jeder hat 10 Gigabit Netzwerkkarten rumliegen. Ja, ist unser Ding eigentlich schnell. Ja, wir sind
so schnell wie ältere Versionen von DPDK. Neuere Versionen von DPDK, da ist allein irgendwie der Code für Transmit 2000 Zeilen lang, weil da für jede mögliche Kombination aus, wie viele Pakete reinkommen, welchen AVX-Instruktionsset man kann, irgend so eine gigantische lange Liste an irgendwelchen AVX-Intrinsics drin ist. Dadurch ist das irgendwie 30% schneller. Dafür kann den Code keiner mehr lesen, weil es nur noch aus AVX-Intrinsics besteht. Wir sind auch ähnlich schnell wie so eine übliche XDP-basierende App, die im Kernel läuft. Und wir sind damit etwa 7-mal so schnell, wie wenn ich das komplett im Kernel machen würde mit dem alten Legacy-Interface. Und ja, also eigentlich alles cool. Ein Problem besteht noch, weil ich habe jetzt die ganze Zeit so ein paar Sachen benutzt, so ein paar Features genutzt, wo es immer hieß, hey, das braucht irgendwie Root-Rechte, was irgendwie blöd ist potenziell, aber warum braucht das irgendwie Root-Rechte? Ja, erstmal dieses M-Map am Anfang braucht irgendwie Root-Rechte, weil klar, ich tue auf totales Low-Level-Device zugreifen. Dann aus komischen Implementierungsdetails brauchen wir nicht transparente Huge-Pages, das ist ein Quirk von Linux an der Stelle. Man braucht auf jeden Fall Root, um sich die zu allokieren. Transparente Huge-Pages gehen nicht. Dann, wir müssen uns Speicher locken, weil wenn das Gerät da hinschreiben will, dann sollte der Speicher auch noch da sein und nicht irgendwie rausgeswappt sein oder so, weil das wäre blöd, wenn da was anderes steht. Das braucht auch Root oder U-Limit irgendwo anpassen. Die erste Idee ist natürlich, wenn man sowas sieht, ist klar, das ist alles nur Initialisationssache. Ich muss beim Starten das mappen, ich muss beim Starten den Speicher allozieren und die Idee ist also, ich schreibe mir irgendwie ein kleines Programm, das das handelt und dann irgendwie über Shared Memory oder irgend so ein Unix-Socket mir die Pointer rüberschiebt. Kann man machen, funktioniert aber nicht. Warum das nicht funktioniert, müssen wir uns anschauen, wie Speicherzugriff auf so einem modernen System aussieht. Wir haben hier oben so eine schematisch dargestellte CPU, unten links unser PCI-Express-Gerät, unten rechts unseren Arbeitsspeicher. Und wenn ich als Anwendung oben jetzt mit dem Arbeitsspeicher reden will, dann sieht das so aus. Die Anwendung muss über die MMU gehen. Die MMU ist die Memory Management Unit und die macht sowas wie, dass sie meine virtuelle Adresse in die physikalische Adresse übersetzt, dass sie schaut, darf dieser Prozess hier überhaupt lesen, schreiben, gibt es da überhaupt ein Mapping. Also alles gut, weil ich als Anwendung kann nichts in der MMU sagen, was sie machen soll, das kann nur der Kernel. Das heißt, die Anwendung ist schön isoliert in den eigenen Adressbereich. Soweit auch noch gut, wenn ich jetzt hierher gehe und mir irgendwie vom Kernel das Memory Mapped I.O. habe geben lassen für das Base Null Register, dann ist das so ein Special Mapping in der Memory Management Unit, die dann über PCI weitergeleitet wird zu dem Gerät runter, also auch noch alles gut. Aber das Problem kommt, wenn ich jetzt dem Gerät sage, hey, ich habe Zugriff auf dich, ich darf jetzt oder ich sag dir jetzt hier diese physikalische Adresse da lesen, schreiben. Ja, weil das Gerät, das sieht dann leider so aus, da ist dann irgendwie die MMU nicht mehr im Spiel und dadurch kann das Gerät wirklich alles lesen, schreiben, selbst wenn da irgendwie so ein, dass es read-only gesetzt ist. Was ziemlich blöd ist, weil als ich den Treiber irgendwie entwickelt habe und Bugs drinnen hatte und dann war irgendwie das Dateisystem plötzlich kaputt, mehrfach und das war nicht so gut. Gibt aber eine Lösung für, weil jeder große, dicke, neue Server-CPU oder alles, wo Hardware-Virtualization-Offloading drin ist, habe ich ein Ding, das nennt sich die IO-MMU. Das Ding tut genau das, was man erwartet. Es hängt hier zwischen dem PCI-Gerät und dem Speicher und dadurch wird hier validiert, dass dort auch nur das zugreift, was die IO-MMU sagt, dass es darf. Jetzt muss ich mir irgendwie die IO-MMU konfigurieren. Wäre sinnlos, wenn ich das dürfte, so direkt ohne Root. Aber als Root darf ich das, beziehungsweise das Betriebssystem darf das. Und wenn ich jetzt so ein System habe und vorbereiten will dafür, dass da ein User ohne oder ein Treiber im User Space ohne Root-Rechte läuft, ist Schritt 1, ich bereite mein System als Root vor. Nehme das Device, statt den Treiber rauszuwerfen, binde ich den Treiber jetzt an so einen Magic Weave IO-Treiber, der einfach Linux sagt, das wird jetzt hier für IO-MMU-Zeugs genutzt. Dieses Teil kann ich dann mit chown an den User weitergeben. Dann sage ich dem User noch, ein bisschen Speicher darf er sich locken. Irgendwie sage ich U-Limit, Locked Memory, maximal irgendwie 512 Megabyte, sollte ja wohl reichen. Und dann der Treiber kann jetzt mmap auf dieses VFIO-Device machen und darauf gibt es eine Menge IO-Control-Befehle, die man aufrufen kann und da ist eben sowas drin, wie dass ich als unprivilegierter User sagen kann, hey Kernel, mach mir ein IO-MMU-Mapping für Speicher, den ich hier habe, damit das Gerät auch darauf zugreifen kann. Der
Kernel prüft gegen, dass ich mir hier jetzt keinen Scheiß mappen kann. Ich kann mir jetzt hier nur Sachen mappen, auf die ich Zugriff habe. Das handelt alles der Linux-Kernel, das VFIO-Subsystem für mich. Aber als Anwendung interessiert mich das danach eigentlich nicht mehr. Der Unterschied ist nur, wie ich meinen Speicher allokiere, weil das geht jetzt über so ein IO-Control-Syscall, dass ich mir den Speicher so allokiere. Und danach interessiert es mich eigentlich nicht mehr. Ich muss mir nur die Adressübersetzung kann ich mir auch sparen, weil ich kann dem Gerät einfach sagen, selbe virtuellen Adressen benutzen wie mein Prozess, was so das Üblichste ist. Dann spare ich mir da noch was Root-Rechte gebraucht hätte und danach kann ich das Device benutzen. Nur es wird jetzt alles überprüft von der IO-MMU, ohne dass ich mich viel habe drum kümmern müssen. Ist nur sehr frickliger Code, das zu schreiben. Das war eine Masterarbeit, der Student, der das implementiert hat. Der hat ziemlich geflucht über die ganzen schlecht dokumentierten Sachen und ja. Nun, Frage ist, wir haben jetzt irgendwie so eine Komponente eingeführt, ob das jetzt hier irgendwie Performance kaputt gemacht hat. Die Antwort ist ja und nein. Das hier ist irgendwie unsere Forwarding-Performance auf einem 1,6 Gigahertz-System. Deshalb ist es irgendwo bei 15 Millionen auch schon so früh zu Ende. Prinzipiell hier ist so ein Standardtest, man setzt die Batch-Size hoch, weil wenn ich seltener der Netzwerkkarte sage, dass es mehr Pakete gibt, dann habe ich eine leicht höhere Latenz, aber dafür bessere Performance. Da ich das nur machen muss, wenn ich eh viele Pakete habe, ist der Latenzverlust nicht so hoch. Das ist einfach nur, was sich an der X-Achse ändert. Aber das Spannende ist die drei Graphen, die wir sehen. Und die Baseline ist quasi das ohne IOMU, die schwarze Linie. Wir haben das für 2 Megabyte Pages und 4 Kilobyte Pages implementiert. Ich habe ja vorher schon gesagt, man braucht diese 2 Megabyte Pages mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, vielen Hacks und kann man es auch mit 4 Kilobyte Pages machen, ist aber nicht schön und kann unter Umständen, wenn das System falsch konfiguriert ist, das System auch zerschießen. Aber da gibt es auf jeden Fall keinen Performance-Unterschied, ob ich 4 Kilobyte oder 2 Megabyte Pages habe. Auch wenn man oft im Internet liest, User-Space-Treiber müssen 2 Megabyte Pages machen, weil Performance ist Quatsch. Das macht keinen Unterschied für einen normalen User-Space-Treiber. Aber in dem Moment, in dem ich die IO-MMU aktiviere, habe ich da plötzlich einen Performance-Unterschied, ob ich 2 Megabyte-Pages oder 4 Kilobyte-Pages habe. Hier bei IO-MMU ist es, kann ich beides nutzen. Da gibt es nicht mal diese komischen Einschränkungen, die ich da ohne habe. Und der Grund ist einfach, warum ich das hier habe, ist, dass in der IO-MMU ist ein TLB auch wieder drin, wie in der MMU. In der MMU ist der TLB, das ist ein Cache für die ganzen Übersetzungen, der hat 4096 Einträge üblicherweise in der MMU. In der IO-MMU hat Intel das vorsichtshalber mal nicht dokumentiert, wie viele Einträge da drin sind und vorsichtshalber haben sie auch mal keine Performance-Counter dazu geschrieben, für wie viele Misses es so da gab. Grund ist also, nach unseren Erkenntnissen und Tests sind da nämlich nur 64 Einträge drin und sobald ich mehr als 64 Pages irgendwie permanent zugreife, bricht mir einfach die Performance ein. Deshalb muss ich da auf jeden Fall jetzt diese Huge Pages benutzen, wenn ich das mache. Aber wenn ich das mache, habe ich einen Treiber, der super sicher ist, im Sinne von, dass er mir nicht mein System zerschießt, wenn ich irgendwas falsch mache und dass ich einen unprivilegierten Prozess habe, der vollständig einen Treiber implementiert und meine Anwendung als normaler User laufen kann. Gut, dann bleibt noch als Frage übrig, warum soll ich jetzt den ganzen Spaß machen? Habe ich ja vorher alles schon eigentlich gesagt. Ja, warum nicht? Das ist schon spaßig, sowas mal auszuprobieren und zu machen. Oder vielleicht braucht man einfach mal so einen Quick-and-Dirty-Treiber für irgendein komisches Device. Vielleicht hat man sich gerade irgendwie ein FPGA-Board zusammengelötet und braucht irgendwie einen Treiber für. Viele fangen dann an, mit Kernel-Modulen sich rumzuärgern. Das muss einfach nicht sein, weil ich kann einfach hergehen und das im User-Space machen, wenn es eben mein eigenes Device ist, was ich gerade teste. Und das erlaubt es einem wirklich schnell zu iterieren, weil ich kann den Code einfach starten, ich kann mir eine kurze Shell schreiben in irgendwie Python oder so, die an irgendwelche Register hinstupst oder Register kurz dumpt zum Debuggen, ist deutlich weniger nervig. Und vielleicht habe ich irgendwelche komischen Features, die ich im Original-Kernel-Treiber nicht habe und die da erst später reinkommen. Anderes Beispiel für so ein Feature war diese Intel-Netzwerkkarten, die wir da genutzt haben. Die haben zum Beispiel IPsec-Offloading. Das haben wir irgendwann mal in DPDK reingepatcht, noch lange bevor es irgendwo implementiert war, so einfach so als Prototyp zu schauen, funktioniert der Spaß? Keine Ahnung, der Intel-Treiber implementiert irgendwie dieses Feature nicht, was in der Netzwerkkarte im Datenblatt als groß, kann super IPsec-Offloading, total tolles Feature, keiner von den Intel-Treibern implementiert es irgendwie, keine Ahnung. Dann, das wurde dann später auch in DPDK so implementiert, aber wir konnten da schnell einen Prototyp machen und inzwischen wird es, oder es ist glaube ich inzwischen auch schon im Linux-Kernel-Mainline drin, das IPsec-Offloading da, das war dann auch basierend auf unserer Implementierung, hatten wir ein bisschen Kontakt mit dem Entwickler, der das da rangefrickelt hat.
Ja, also was kann man noch irgendwie sagen? Unser Treiber heißt irgendwie Xi, der ist auf GitHub. Man kann hier diesen QR-Code scannen oder einfach Xi und GitHub googeln. Ganz Spaß sind nur mehr als in etwa 1000 Zeilen C-Code, je nachdem, wie man zählt. Der Code ist eigentlich größtenteils darauf getrimmt, dass er gut lesbar ist. Das heißt, da sind überall Kommentare drin, da sind so Links drin auf das implementiert. Hier ab oder Kapitel 7, Abschnitt 5 von dem Datenblatt und so weiter. Auch für Wirt.io sind überall die Referenzen drinnen. Und ich habe ja vorher die ganze Zeit schon gesagt, dass man irgendwie diese blöde Einschränkung mit man muss sein Zeugs in C programmieren hat. Wir haben auch Implementierungen in anderen Sprachen. Also wir haben den gesamten Treiber nochmal implementiert. Da habe ich mir so viele Studenten gesucht. Und wir haben denselben Code in Rust, Go, C-Sharp, OCaml, Haskell, Python und Swift. Das sind jeweils so 1000 bis 3000 Zeilen Code. Sind vollständige Treiberimplementierungen in diesen Sprachen. Wen das mehr interessiert, da gibt es einen Talk auf dem Easter Hack von mir und einem Studenten, der sich mit dem Rust-Treiber rumgeärgert hat. Es gibt einen Talk auf dem 35C3, wo ich mit zwei Studenten da auftauche, wo wir nur über diesen Programmiersprachen-Kram reden und was irgendwie Performance und was es für Probleme gibt, wenn ich eben nicht C nehme. Wir haben ja vorher so komische Sachen mit Volatile-Pointern gesehen, die ich jetzt in manchen Sprachen zum Beispiel gar nicht habe. Dann die Idee ist prinzipiell, Treiber sind eigentlich viel einfacher, als sie aussehen. Man sollte da jetzt nicht zu viel Angst vor haben und man kann hier relativ easy schreiben. Man muss nicht irgendwie Kernel-Code schreiben und ich glaube, wir haben noch irgendwie 10 Minuten für Fragen etwa. Also danke für die Aufmerksamkeit. Zeit für Fragen. Kannst du dann das? Ja, dann schon mal vielen Dank, Paul. Hat denn jemand eine Frage dazu? Moment. Ich wollte nur fragen, ob man dich nachher irgendwo findet, weil sonst sprengt es den Rahmen, glaube ich. Deckt 8080. Ich wollte nur fragen, wie sieht es mit Echtzeit aus, also Echtzeit-Treiber im User-Space, wenn es nicht um den Paketdurchsatz geht, sondern dass ich halt gar keinen Buffer mehr dazwischen habe. Wir haben Histogramme von, also wir haben irgendwo so HDR-Histogramme von Latenzverteilungen, wie viel da Sachen dazwischen sind, wie viel Latenz wir haben. Da ist eigentlich kein Unterschied zum Kernel-Treiber. Man muss hauptsächlich darauf, oder was man machen kann, ist, man kann im Linux-Kernel sagen, diese CPU bitte nichts anderes drauf schedulen als das. Und auch, man kriegt leider nicht alle Interrupts los, aber es ist zuverlässiger, als den Spaß im Kernel zu haben, wenn man die richtigen Optionen beim Booten setzt. Okay, noch Fragen? Ja. Wie schlimm sehen die Errata-Listen in den Datenblättern aus? Sind das eine Seite, 0 Seiten, 10 Seiten? Ist eigentlich relativ harmlos. Also die Intel-Sachen, da findet man eigentlich keine schlimmeren, oder je älter die Netzwerkkarte, desto weniger Fehler. Je neuer die Netzwerkkarte, desto längere Errata-Listen. Vor allem, wo ich mich sehr geärgert habe, auf den XL710-Karten haben sie mir irgendwann mal mein geliebtes Timestamping zerstört und dann stand da so im Errata-Sheet, ach, in der Firmware-Version geht das Timestamping übrigens nicht, ups. Aber die alten Karten, oder alt, was heißt, die älteren Modelle von den 10-Gigabit-Karten, die sind eigentlich sehr zuverlässig. Da sind die schlimmsten Fehler, die man mal findet, dass irgendwie eine Registeradresse falsch ist oder dass der Initialwert in einem Register falsch ist oder dass ein Register fehlt bei einem Modell, aber es trotzdem da ist und sowas. Gut, noch Fragen? Wie sieht es denn mit der Performance auf 40 GB bzw. 100 GB Karten aus? Ja, das ist so eine Frickelsache immer, weil da die Bottlenecks irgendwo in der Hardware immer hängen. Bei den 40 Gigabit Karten geht das los, nervig zu sein. Da muss man dann schon mehrere Queues benutzen, obwohl man nicht an der CPU limitiert ist. Diese ganzen Karten werden oft als Dual-Port verkauft und dann steht da irgendwo ein ganz klein dabei, ja, aber nicht beide Ports gleichzeitig benutzen, weil erstens ist der PCIe-Bus nicht so dick, wie wir die beiden Ports gemacht haben und zweitens ist da intern so ein Switch drauf, der nur maximal x Gigabit drauf bekommt. Da läuft man eigentlich meistens in irgendwelche komischen Hardware-Limits, aber auf so einer 100-Gigabit-Karte kriegt man eigentlich je nach Karte, Mellanox-Karten so um die 100 Millionen Pakete pro Sekunde durch von den theoretischen 150 Millionen, bevor man dann irgendwelche komischen Hardware-Limits läuft.
auch andere spannende Hardware-Limits, in die man läuft, sind einfach, dass auf dem PCI-Express-Bus selber ja noch so ein Protokoll gesprochen wird, was so ähnlich wie TCP ist und so ein bisschen Flow-Control macht und Congestion-Windows hat und die können volllaufen und ekelhaft. Gut. Noch jemand eine Frage? Alle Fragen geklärt. Dann nochmal Applaus für Paul. Vielen Dank. Danke. Applaus